Hallo und herzlich willkommen zu meiner Vorstellung der Noctua Chromax Zubehörteile. Viele Enthusiasten kennen das Problem. Sie suchen gute Lüfter, gucken sich die Noctua-Modelle an und das Braun passt überhaupt nicht zum Farbschema des Rechners. Mit den Noctua Chromax Zubehörteilen gibt es jetzt Abhilfe. Diese ersetzen zum einen die Entkoppler an den Seiten, wodurch es möglich ist, den Lüfter farbig auf das System abzustimmen. Erhältlich sind diese einmal in Gelb, Rot, Schwarz sowie weitere Farben wie Grün, Weiß und natürlich Blau. Damit sollten die allermeisten Grundtöne abgedeckt werden, indem man sein System gestalten kann. Zum einen gibt es ja diese Boxen mit den Gummientkopplern an den Seiten. Es sind in einer Box jeweils 16 Stück gehalten, also auch für mehrere Lüfter geeignet. Wenn ihr das Ganze nur einseitig macht oder beidseitig, könnt ihr natürlich dann entsprechend mehr verwenden. Außerdem sind auch noch farblich passende Gummientkopplerstifte verfügbar, sodass ihr auch die Befestigung farblich abstimmen könnt und keine Kompromisse mehr eingehen müsst. Die Gummistifte natürlich auch für viele andere Lüfter verwendbar. Da liegt sogar noch eine kleine Anleitung bei, was bei den Entkopplern an der Seite nicht der Fall ist. Aber ich denke, beide Teile sind relativ selbsterklärend und auch ein Anfänger sollte damit keine Probleme haben. Wie ihr seht, ist es damit möglich, die Lüfter farblich an euer System gut anzugleichen. Der schwarze Grundton der Industrial PPC-Lüfter macht sie natürlich besonders geeignet dafür. Grundsätzlich sind die sicher auch noch auf andere Lüfter passend, da allerdings dann Einzelfälle, weil sie natürlich nur für die Noctua-Lüfter erstmal designt sind im Vergleich zu den Stiften. Natürlich würden sich auch verschiedene Farben an einen Lüfter kombinieren lassen, je nachdem, wie man das möchte, aber ich denke, die einfarbigen Optionen sind für die meisten interessant. Gerade in Verbindung mit den Entkopplerstiften, welche vom Farbton wirklich genau übereinstimmen mit den Entkopplern an den Seiten, ist es doch sehr schön. Grundsätzlich ist es auch möglich, die Entkoppler an normalen Noctua-Lüftern aufzubringen, auch wenn der Braunton dadurch natürlich nicht kaschiert wird, sondern nur die seitlichen Entkoppler. Deshalb macht das hier nur bedingt Sinn. Und da die Löcher an den Seiten auch etwas kleiner sind, geht es auch ein bisschen schwerer. Also man merkt schon, dass es nicht zwingend dafür gedacht ist und hauptsächlich für die Industrial PPC-Lüfter gedacht ist. Bei der Redax-Reihe passen sie überhaupt nicht. Die Entkopplerstifte natürlich schon. Insgesamt denke ich, dass Noctua mit den Chromax-Teilen wirklich einen Schritt in die richtige Richtung gewagt hat. Jahrelang hat man sich darüber geärgert, dass man ein super farblich abgestimmtes System hatte und man wollte die besten Lüfter, das waren dann mitunter die Noctua und natürlich Braun. Da haben sicher viele zu anderen Lüftern gegriffen. Mit den Chromax-Teilen ist das jetzt nicht mehr nötig. Der Preis, welcher aktuell noch zwischen 5,50 und 7 € schwankt, ist für ein bisschen GUI natürlich nicht ganz ohne. Dennoch denke ich, dass für die absoluten Enthusiasten, welche wirklich alles bis zum letzten Zentimeter abgestimmt haben wollen, diese Teile eine sehr gute Alternative darstellen. Und wenn man einen PC für weit über 1.000 € hat, in denen solche Lüfter zum Einsatz kommen, tun die paar Euro mehr auch nicht weh. Insofern für alle Enthusiasten, welche Noctua-Lüfter in ihrem System haben, welche kompatibel sind, oder aber auch mit den Gedanken spielen, welche zu kaufen und sie auf ihr System farblich abstimmen möchten, sicher eine sehr gute Wahl. An dieser Stelle verabschiede ich mich und bedanke mich an Noctua für die Bereitstellung der Teile für diesen Test. Wir sehen uns dann nächste Woche auf meinem Kanal wieder, wenn es mit einem Bauprojekt weitergeht. Bis dahin, tschüss!